Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's euer Alex, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Du bist Reseller, Händler oder was auch immer und verkaufst deine Waren online und möchtest natürlich Retouren reduzieren, dann bist du genau richtig in diesem Video, denn ich zeige dir hier in diesem Video und gebe dir Tipps an die Hand, wie du Retouren minimieren kannst, wie du diese im besten Falle auch vermeiden kannst, um so dir Zeit, Geld und Nerven dementsprechend auch zu sparen. Ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Viel Spaß bei diesem Video. Let's go! Ja, Freunde, das Thema Retouren. Für jeden Reseller, für jeden Händler ein sehr wichtiges Thema, der Online-Waren anbietet und verkauft. Und dementsprechend ein sehr wichtiges Thema. Ja? Und ich habe für euch den Hintergrund mal weiß gemacht. Ich werde hier die wichtigsten Stichpunkte einblenden und euch zeigen und euch Tipps geben, wie ihr Retouren vermeiden könnt. Genauso könnt ihr das Ganze auch unten in der Beschreibung nachlesen. Hier bekommt ihr auch Videotipps zu anderen Themen. Und falls du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren genau solche Themen, wie du im E-Commerce und auf Marktplätzen wie Amazon und eBay Waren verkaufst, aber auch Themen zu, wo man Waren günstig einkauft, um diese profitabel dann wieder weiter zu verkaufen. Und um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, abonniere gerne diesen Kanal, drücke auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Gib dem Video gerne jetzt schon mal einen Daumen hoch, das motiviert mich, viele weitere Videos für dich zu machen und lässt uns als Community wachsen, um uns gegenseitig zu unterstützen. So, ja, kommen wir zu dem Thema Retouren. Also, Retouren vermeiden, minimieren, das möchte jeder Händler, jeder Reseller und dementsprechend ist es wichtig. Hiermit wird man sich Zeit, Geld und dementsprechend auch Nerven sparen. Und wie macht man das Ganze nun? Nun ja, man muss erstmal schauen, was sind die häufigsten Gründe einer Retoure, ja? Die häufigsten Gründe sind hier zum Beispiel, dem Kunden gefällt es einfach nicht, ja? Er hat sich das anders vorgestellt, wie auch immer. Dann, es passt nicht. Also in der Klamottenbranche zum Beispiel, in der Nische, wenn ihr irgendwas verkauft, was mit Größen und so weiter zu tun hat, da werdet ihr definitiv eine höhere Retourenrate haben als bei Elektrogeräten, wo man schon weiß, was man bekommt. Und dementsprechend müsst ihr auch hier schauen, ob ihr denn tatsächlich diese Nische oder in dieser Nische weiterhin verkaufen möchtet oder nicht, weil man hier tatsächlich mit sehr viel Retouren zu tun hat. Und ein weiterer Grund ist zum Beispiel, man hat einen günstigeren Preis gefunden, denn jeder weiß es, der Reseller ist, dass auf Marktplätzen die Dinge meistens teurer sind als auf anderen Online-Shops, die einfach nicht so präsent sind. Und auf Marktplätzen findet man es ganz schnell und man kriegt diese Angebote ganz schnell, wie zum Beispiel bei Amazon. Schnappt man sich mal schnell eben und dann merkt man, oh, hier hätte ich es aber günstiger bekommen und dementsprechend retournieren die Leute das dann. Sehr ärgerlich, aber da kommt man in den meisten Fällen nicht drum herum. So. Schauen wir uns mal an, wie können wir denn jetzt Retouren vermeiden? Ja? In erster Linie der wichtigste Punkt, und das ist meiner Meinung nach der Punkt Nummer 1, ist die Angebotsbeschreibung. Ja? Macht die Beschreibung so eindeutig wie möglich, beziehungsweise zum Beispiel auch Produktfotos. Produktfotos am besten von allen Seiten dieses Produkt präsentieren, um dem Kunden direkt nahezulegen, worum es sich hier handelt, aber auch in der Angebotsproduktbeschreibung so detailliert wie möglich das Ganze beschreiben. Falls ihr in der Nische unterwegs seid, dass ihr irgendwelche Klamotten anbietet, beispielsweise Kleidung und so weiter, dann fügt auch eine Größentabelle hinzu. Ja? So kann der Kunde direkt sehen, was das für eine Größe ist und kann dementsprechend hier auch direkt sich entscheiden, beziehungsweise hier könnt ihr euch als Händler auch die Retoure sparen. So, der nächste Weg ist zum Beispiel eine schnelle Lieferzeit. Das ist meiner Meinung nach auch ein sehr wichtiger Punkt, denn Kunden bestellen sehr oft kurzfristig. Das heißt, es muss zum Beispiel verschenkt werden, es handelt sich um ein geschenktes Produkt. Und der Kunde erwartet, dass das Produkt auch wirklich innerhalb von 2 Tagen kommt, dass er es direkt hat. Im besten Falle sogar am nächsten Tag. Deswegen solltet ihr so schnell wie möglich ein Produkt verschicken. Dementsprechend werdet ihr auch hier die Retoure vermeiden. Denn so bekommt der Kunde es rechtzeitig, hat es beispielsweise verschenkt und dementsprechend ist eine Retoure in den meisten Fällen schon überflüssig. So, dann der nächste Punkt ist zum Beispiel das professionelle Verpacken.
Ja, auch hier, wenn der Kunde das für sich beispielsweise kauft, versetzt euch in die Lage des Kunden, wenn ihr selber was bestellt, ihr möchtet das schön verpackt haben, also keine benutzten Kartons benutzen zum Beispiel, vernünftige Packmaterialien benutzen, nicht irgendeinen Müll da reinwerfen und vielleicht auch nicht mit irgendwelchen anderen Beschreibungen, also das Ganze neutral machen. Und natürlich auch vernünftig bekleben und so weiter. Das ist schon der erste Eindruck, der zählt in vielen Fällen, ja. Klar ist das Produkt entscheidend, aber ich habe die Erfahrung gemacht, auch das ist sehr entscheidend, denn wenn ihr schon mal so eine zerknitterte Verpackung, das kann natürlich auch unterwegs passieren, ganz klar. Aber in den meisten Fällen kommt die Verpackung unbeschadet an und wenn es den ersten Eindruck gut macht, dann sieht der Käufer, hier handelt es sich um einen seriösen, um einen professionellen Verkäufer. Dementsprechend ist man da auch ganz anders eingestellt, als wenn die Verpackung einfach komplett durcheinander ist. So, des Weiteren die Lieferadresse genau überprüfen. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, was viele nicht sehen. Die Kunden geben ihre Lieferadressen ganz schnell an. Das heißt, die tippen da irgendwas ein, dies, das, die Straßennamen sind oft nicht korrekt und so weiter. Wer mit DHL das Ganze verschickt, ja, DHL prüft die Lieferadressen auf die Genauigkeit bzw. die Korrektheit. Bevor ihr keine korrekte Lieferadresse angegeben habt, könnt ihr gar kein DHL-Label, also ein Versandlabel, erzeugen. Was ein sehr guter Punkt ist. Übrigens, falls dich das Thema DHL interessiert, dazu habe ich schon Videos gemacht, kannst du dir gerne hier oben in der Infobox anschauen. Und jetzt zurück zum Thema. Natürlich wisst ihr nicht, wie die Adresse wirklich ist. Was ich mache beispielsweise ist, ich gebe das Ganze in Google ein und sehe dann direkt, um welche Lieferadresse es sich handelt. Beziehungsweise falls in der Postleitzahl irgendeine Zahl verdreht wurde oder der Straßenname nicht korrekt geschrieben ist. Oder, ja. Solche Dinge sind wichtig, da auf jeden Fall das Ganze korrekt angeben, so vermeidet ihr schon mal eine Rücksendung. Denn in den meisten Fällen, wenn die Lieferadresse nicht stimmt und zurückkommt, dann will der Kunde meistens das Produkt auch gar nicht mehr haben. So hat man nur Versandkosten bezahlt. Ihr könnt diese natürlich dementsprechend auch wieder weiterverkaufen, gar kein Problem. Des Weiteren, ein wichtiger Punkt ist, meiner Meinung nach, ist, vor dem Versand nochmal die Nachrichtenboxen zu prüfen. Sowohl bei eBay, sowohl aber auch bei Amazon. Einfach mal gucken, ob der Kunde nicht in Zwischenzeit ja, gesagt hat, ich möchte das Produkt nicht mehr haben. Denn ich habe das beispielsweise sehr häufig, dass ein Kunde was bestellt und ja, am nächsten Tag sagt er, er möchte das nicht mehr haben, es ist irrtümlich bestellt oder wie auch immer. Und da prüfe ich kurz vor dem Versand nochmal meine Nachrichten und sehe, okay, falls hier ein Kunde schon gesagt hat, ich möchte das nicht haben, dann kann ich das Paket vom Versand schon mal entfernen. So kommen mir keine Versandkosten auf und ich erspare mir hier diesen ganzes Hin und Her. Auch das solltet ihr machen, könnt ihr auf jeden Fall euch auch Retouren ersparen. So. Des Weiteren ist, wenn es dann doch zu einer Retoure kommt, also der ganz normale Ablauf, dann solltet ihr folgenderweise vorgehen. Das heißt, eine Retoure im besten Falle so bearbeiten, dass ihr diese so schnell wie möglich bearbeitet. Ja, sehr wichtig, so erspart ihr euch auch schlechte Bewertungen, was sehr wichtig ist für das Bewertungsprofil und natürlich auch für die weiteren Verkäufe und Umsätze. Das heißt, ihr macht das ganz schnell. Erstattet das Geld dem Kunden und somit ist er dann zufrieden, wenn die Ware natürlich in Ordnung ist. Ja. Ein wichtiger Punkt ist, vor der Retoure würde ich dem Kunden auf jeden Fall ja, das Ganze nicht zu leicht zu machen. Ja. Der Kunde kann natürlich anhand der Widerrufsbelehrung ganz normal sehen, wie er vorzugehen hat im Falle einer Rücksendung. Ja. Aber versucht dem Kunden das nicht zu leicht zu machen, dass ihr dem einen Rücksendeschein zur Verfügung stellt und so weiter. Ja, es gehört zum Service, aber das ist meistens so, dass die Kunden sich dann das Ganze auch angenehm finden, die Sendung zurückzuschicken. Wenn man den Kunden bittet, auf eigene Kosten die Sendung zurückzuschicken, ja, und das so verdeutlicht, dass er das auch bezahlen muss, dass er die Kosten trägt, was ihr natürlich in eurer Widerrufsbelehrung auch festlegen könnt.
Dann sind die meisten Kunden so, dass die sagen, okay, dann spare ich mir das, dann behalte ich das Produkt, bevor ich da selbst noch wieder Rücksendekosten übernehmen muss und so weiter. Wenn ihr den Kunden direkt einen Rücksendeschein zur Verfügung stellt, ist er da wie gesagt bequem, dass er sagt, okay, da muss ich das ja nur draufkleben und wieder zurückschicken. Ja, viele machen das von den Großen, aber das erzeugt halt immer mehr Retouren. So. Und versucht dem Kunden das auch nicht zu einfach zu machen im Falle eines Öffnens, ja. Das heißt, er hat das Produkt schon benutzt, er hat die Verpackung vielleicht schon irgendwie beschädigt bzw. komplett entsorgt, ja. Da müsst ihr auch sagen, dass ihr dem Kunden das Produkt nur zurücknimmt, wenn das Produkt auch komplett vollständig ist, ja, weil genau darum geht es auch, denn der Kunde darf das Produkt nur so besichtigen bzw. nutzen, so wie er es auch im Ladengeschäft nutzen könnte. Ja, im Ladengeschäft wird die Produktverpackung auch nicht einfach entfernt und weggeworfen. Man möchte das Ganze vollständig beibehalten, ja, und auch in diesem Fall ist es so. Da könnt ihr dann im schlimmsten Fall, wenn der Kunde es dennoch retournieren möchte, sagen, okay, dann erstatte ich hier nur anteilig das Geld, also nicht die volle Kaufsumme, weil hier das fehlt oder das andere fehlt. Ja. Und ja, das sind ansonsten diese Tipps, die ich euch hier an die Hand geben kann. Somit werdet ihr definitiv einiges an Retouren euch ersparen und dementsprechend einiges an Ärger und Nerven. So, und ja, falls euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr diesem Kanal einen Daumen hoch gibt und freue mich, wenn ihr diesen Kanal auch abonniert, falls noch nicht getan, denn ich gebe hier regelmäßig Mehrwertes an die Hand, um euch das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen zu erleichtern. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid.